So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes vorbereitet und zwar Butter Chicken Hot bzw. Hot Butter Chicken, also Butterhuhn heiß, ne? Hot heißt ja nicht scharf, Hot heißt ja einfach nur heiß, weil scharf wäre ja spicy oder so. Aber eigentlich heißt Heat ja heiß, ne, Heat heißt Hitze, Hot heißt heiß und ich habe doch keine Ahnung. Wenn ihr jetzt denkt, wir sind eine professionelle Kochshow, da seid ihr total daneben, denn bei mir gibt's das hier im Glas. Das hat nämlich der Bierschanger zugeschickt in einer Fanpost, sagen wir mal. Die hat nämlich, als sie da war, das letzte Mal Butter Chicken gemacht. Und jetzt sehe ich in diesem Glas Butter Chicken Hot. Das sieht jetzt nicht so köstlich aus. Wir sollen auch aufpassen, dass wenn wir es aufmachen und es zischt und knackt und explodiert, dann soll man es wegtun, dann ist das nicht gut. Aber wenn es ganz normale Knackgeräusche macht, nee, gar keine Geräusche, Hot Chicken Butter Geräusche, dann wissen wir, das ist noch gut. Wir wollen das jetzt mal aufmachen hier. Da ist, ihr seht schon den Reis und den Hot Butter Chicken, Chicken Butter, Hot, Hot Chicken Butter. Und deswegen machen wir es jetzt mal, pass auf. Also es hat nur das ganz normale Wurstglasgeräusch gemacht beim Öffnen. Es riecht sehr nach Curry. Sie hat auf jeden Fall gesagt, das ist auf jeden Fall scharf. Also ja, das ist richtig schön gewürzt. Es sollte eine richtig scharfe, fette Portion sein. Ob das jetzt wirklich so ist, das sehen wir gleich. Dazu müssen wir es nämlich jetzt mal versuchen, hier in diesen Teller zu füllen. Und das ist voll schlecht, aber wir haben ja einen Löffel. Das ist Ramses Kitchen. Guckt euch das an, wie das Butter Chicken Hot hier aus seinem Glas befreit wird, auf den Teller drauf gematscht. Eigentlich hieß es, ich soll das gar nicht essen, solange ich hier noch das mit meinem Zahn habe und noch diese Naht im Mund und so, wegen scharf und alles. Aber ja, bevor das schlecht wird und man das wegwirft, man lebt nur einmal. Probieren wir es also jetzt trotzdem mal aus. Gleich der Disclaimer, macht das nicht zu Hause nach. Esst kein Butter Chicken von der Bierschanger. Das kann zu schweren innerlichen Verletzungen führen. Das ist leider so. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Ansonsten versuche ich hier den Rest irgendwie abzumachen. Also, wenn ihr sagt, ihr geht jeden Tag arbeiten und ihr wisst in der Mittagspause immer nicht, was ihr essen sollt, schreibt der Bierschanger. Die kocht immer Mittagessen und tut das in so Gläser rein und verschickt das mit der Post. Dann habt ihr jeden Tag eine Mahlzeit zum Mitnehmen. Das ist jetzt noch in dem Glas drin, nämlich nix. Das versuche ich jetzt vorher irgendwie noch ein bisschen rumzumachen. So, dass der Teller ein bisschen aufgeteilt ist. Dann möchte ich das Ganze mal probieren hier vom Löffel. Schmeckt irgendwie nach Zimt oder so. Nein, das wird eine Currynote sein. Wir hauen das jetzt mal in die Mikrowelle, wir machen das jetzt mal warm. Und wir gucken dann mal, wie es schmeckt, wenn das warm ist. So, wir sind zurück. Ich habe mir eine Mütze aufgesetzt. Wunderbar. Ich habe ja vorhin schon probiert von diesem leckeren Butter Chicken, was wir jetzt warm gemacht haben, da seht ihr immer noch ganz viel Reis. Hier vorne sieht man vielleicht, wie die Soße, das Fett, die Fettsoße da rauslaufen will gerade. Ich bin mal gespannt, wir nehmen uns hier hinten einfach mal so einen Brocken, wo ganz viel Fleisch ist mit Reis dran. Wir werden das jetzt mal probieren. Hot Butter Chicken oder Chicken Butter Hot. Und ja, Grüße gehen raus an Bierschanger und danke dafür. Wie gesagt, ich fand das damals mega köstlich, als du das hier gemacht hast. Das normale, jetzt die Hot-Variante. Riecht immer auf jeden Fall mega so Curry-mäßig. Vielleicht ist das Masala, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wonach Masala schmeckt, was da irgendwie immer drankommt. Ich muss sagen, ich kann meinen Mund nicht so weit aufmachen, wegen... Egal, Moment. Ah!
richtig schön zartes Fleisch. Eine sehr schmierige Fettnote. Dieses cremige, butterartige, was durchkommt. Eine Schärfe ist auch da, ihr merkt das direkt. Auf der Zunge fängt es leicht an zu bitzeln. Im Rachen merkst du, dass sich da was tut. Also das ist auf jeden Fall ein Hot Butter Chicken, wo jemand, der sonst nicht scharf isst, vielleicht sagen würde, das ist mir zu scharf. Ich finde das mega interessant, gerade eigentlich genau richtig. Auch hier richtig genial. Kann man nicht schmeckern. Aber ich glaube, das ist mir trotzdem nicht scharf genug. Obwohl ich gerade gar nicht scharf essen soll. Versteht mich nicht falsch. Das hat einen super genialen Geschmack. Wer trotzdem mal von dieser Fuego Hot Jalapeño Sauce ein Stück probieren. Wenn ich mir jetzt einen Löffel nehme, mal von dieser Soße noch was dazu mache. Vielleicht kombiniert sich das ja, dass man das dann zusammen essen kann. So. Gut, diese Hot Jalapeño Sauce schärft das Ganze jetzt nicht wirklich, aber durch diesen Essiggeschmack driftet das in eine ganz andere Geschmacksrichtung. Das passt auf jeden Fall nicht so gut. Weil der Geschmack, so wie er ist, ist der wunderbar. Meiner Meinung nach könnte es ein bisschen schärfer sein, deswegen Schärfe wäre gut. Was kommt da also zum Einsatz? Wir gucken mal kurz nach der Mad Dog Soße, die ja eigentlich geschmacksneutral ist, aber ein Essen mit einem kleinen Tropfen schon die nötige Würze noch dazu geben kann. Ich hole mal kurz die Mad Dog. Da haben wir jetzt die Mad Dog 357 in der Silver Edition, Special Edition, Limited Edition, wie auch immer. Mit 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt, müsste also auf 600.000 Scoville kommen. Man kennt ja auch hier an dieser silbernen Patrone. Die Special Editions, die Limited Editions haben diese Patrone dran. Das ist die silberne, dann gibt es noch die goldene. Mit 1 Million Scoville statt 600.000 Scoville. Mal gucken, vielleicht schneide ich demnächst auch noch ins Haus. Jetzt wollen wir das aber mal probieren. Das heißt, ich nehme nochmal hier einen Löffel. Und werde auf diesen Löffel jetzt hier mal die Mad Dog Soße probieren. Eigentlich portioniert man die ja mit dieser Kugel, weil da so ein kleines Gäbelchen dabei ist. Wir machen das jetzt mal so, packen mal hier einen Tropfen drauf. Das war ein mega großer Tropfen. Das probieren wir jetzt mal damit. Ui, das ist Mad Dog. So kennt man Mad Dog. Ich schmecke trotzdem noch alles vom Butter Chicken. Ich schmecke dieses Cremige, ich schmecke diese Currynote. Ich schmecke das Fleischige, ich schmecke den Reis, ich schmecke alles. Aber gleichzeitig kommt jetzt so eine extrem wuchtige Schärfe durch. Und ich sage, wir machen uns noch ein bisschen hier drauf. Übertreibt es nicht, wie gesagt. Zwei Tropfen sollen genügen. Ich packe mal einen hier an die Ecke. Einen hier drüben an die Ecke. Das war ja jetzt nur zum Probieren, der eine Tropfen. Der war halt ein bisschen zu groß eigentlich. Wenn wir den Rest jetzt aber verteilen, zwei Tropfen da drauf, das Ganze ein bisschen rummischen, rumrühren. Sollte, wie gesagt, ein Tropfen eigentlich schon reichen, diese ganze Mahlzeit richtig mit Schärfe zu versehen. Mad Dog Soße ist einfach das Beste, wenn es darum geht, etwas wirklich scharf zu machen. Und dadurch, dass du einfach nur einen Tropfen nimmst, hält die auch ewig lange, bis sie mal verbraucht ist. Du kannst so viel damit machen, als was nicht so scharf ist und die halbe Flasche dran kippst. Wir probieren jetzt nochmal, nachdem es rumgewürzt ist. Jetzt ist die Mad Dog auch nicht so extrem präsent, weil die nicht direkt oben drauf gelegen hat, sondern untergemischt ist. Du hast trotzdem den normalen Geschmack.
hinten nach brennt es jetzt richtig Madoc-mäßig hinterher. Das ist stark, das ist genial, das ist eine super gute Kombination. Rot Jalapeno, nein danke. Aber Madoc dazu, nochmal genial. Ich bin mal gespannt. Der Bierschanger wird das vielleicht auflösen. Was hat sie denn hier rangemacht? Womit hat sie das gewürzt? Ist da Samyang am Start? Ist da was anderes am Start? Hat da, glaube ich, Samyang-Soße gehabt. Mit was hast du das gewürzt? Schreib es mal in die Kommentare, du wirst das sicherlich aufklären. Danke für dieses köstliche Mittagessen. Das werde ich jetzt noch genießen hier. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.